kommen zum nächsten zu behandelnden Tagesordnungspunkt. Das war der Tagesordnungspunkt 12, ursprünglich ohne Debatte angemeldet. Gestern war ein Redebedarf signalisiert worden. Herr Braun, Sie nehmen das wahr? Nein, Herr Pinkert. Sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, wir befürworten grundsätzlich die Städtepartnerschaften und sind auch für deren Ausbau. Mit dieser Vorlage können wir jedoch nicht mitgehen. Es wird mit dieser Fachförderrichtlinie darauf abgezielt, Vereinen, Verbänden etc. aus Dresden und Umgebung eine Förderung zu erhalten im Kontext der Städtepartnerschaft. Da ein Großteil der Mittel für Reisekosten aufgewendet werden wird, kommt nur eine geringe Summe direkt dem Förderprojekt zugute. Des Weiteren ist unter Zuwendungsvoraussetzungen der Bezug zur örtlichen Gemeinschaft wie private Dresdner Initiativen sehr kritisch zu sehen, da dies nicht näher definiert ist. Wir hatten uns vorgestellt, dass Initiativen aus unserer Partnerstadt vor Ort gefördert werden, anhand unserer Fachförderrichtlinie. Zusätzlich möchten wir noch unser Unverständnis zum Ausdruck bringen, dass diese Richtlinie lediglich für die Städtepartnerschaft mit Brazzaville gilt und unsere anderen Städtepartnerschaften außerhalb Deutschlands nicht berücksichtigt. Wir sehen daher diese Fachförderrichtlinie am eigentlichen Ziel der Förderung vorbeigehen und können daher dieser nicht zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank. Die Vorlage ist in 2 Ausschüssen ohne Gegenstimmen behandelt worden. Wir haben einen federführenden Ausschussbericht, der ebenfalls zustimmend ist. Weitere Wortmeldungen sehe ich hierzu nicht. Insofern darf ich den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung bringen und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 49 Ja-Stimmen, 14 Gegenstimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit gefunden.